Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Und hier auf meinem Kanal findest du Antworten und vor allem Lösungen, wenn du dich in einer leidvollen Beziehung befindest, in einer toxischen Beziehung, in einer Beziehung mit einem stark bindungsängstlichen Menschen oder einem Mensch, der stark narzisstische Anteile in sich trägt, ja, wo du leidest, wo du traurig bist. Vielleicht hast du Liebeskummer, vielleicht wurdest du betrogen, vielleicht hast du eine Affäre und weißt jetzt nicht, wie du hier rauskommen sollst. Und um all diese Themen dreht es sich hier auf meinem Kanal. Und heute haben wir natürlich ein neues Thema, was auch immer wieder gefragt wird, teilweise in den Kommentaren, teilweise per E-Mail oder auch meine Klienten, die mich fragen, ja, wie ist denn das jetzt? Verändert er sich jetzt wirklich oder sie? Will sie jetzt wirklich an sich arbeiten? Will er wirklich Therapie machen? Ist es jetzt wirklich echt? Kann der andere Partner sich überhaupt verändern? Und ist das jetzt ernst gemeint? Kann ich denn das ernst nehmen? Ja, das möchte ich heute einfach mal aufklären. Und man muss natürlich immer unterscheiden. Man kann nicht immer alles auf alle Beziehungen projizieren. Jede Beziehung ist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig. Ja, und so ist auch jede Dynamik, ehrlich gesagt, auch immer einzeln zu betrachten. Aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte, wo man eben schon ableiten kann oder wo man erkennen kann, ob es jetzt ein Mensch wirklich ernst meint oder ob es einfach nur, ja, fake ist, ja, einfach nur um den anderen zurückzubekommen. Da hilft einfach schon mal zu schauen, okay, was ist denn bis jetzt vorgefallen in meiner Beziehung? Wenn du viele, viele Verletzungen bereits durchlitten hast, einige On-Offs, vielleicht seit Monaten, seit Jahren, wenn du schon betrogen wurdest, belogen wurdest, öfter immer wieder versetzt wurdest, du Urlaub planst und das immer wieder auffliegt. Also wenn da schon so eine ganze Story dranhängt und das über eine lange Zeit geht, musst du davon ausgehen, dass dieses Muster sich nicht über Nacht ändert, dass dieses Muster nicht einfach so verschwindet. Selbst wenn der Partner tatsächlich ernsthafte Absichten hat, sich zu ändern, ja, selbst dann ist das ein langer, langer Prozess. Fangen wir mal von vorne an. Das ist das, was ich sehr oft gefragt wird. Jetzt steht er vor der Tür, jetzt weint er Krokodilstränen, jetzt will er sich verändern, jetzt möchte er Therapie machen. Und da sage ich immer Vorsicht, 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 denn man muss immer schauen, wann geschieht denn das? Ja, du wirst vielleicht die ganze Zeit verletzt, belogen, betrogen, weggeschubst, ein- und ausgeschaltet und so weiter. Und oftmals passiert es eben genau dann an dem Punkt, wo du sagst, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt geht gar nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich muss auf mich schauen. Vielleicht war es noch nicht mal der erste Versuch, dich zu trennen, aber vielleicht ist es ein Versuch, wo du wirklich das Gefühl hast, jetzt schaffe ich es. Vielleicht bist du schon einige Zeit, Wochen oder Monate getrennt und bist gerade dabei, wieder aufzustehen. Meistens in dem magischen Moment, wo du wieder aufstehst, kommt der Partner zurück. Meistens auch, wenn ich mit meinen Klienten die energetische Trennung mache, kann man die Uhr nachstellen, dass sich daraufhin der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wieder meldet. Ja, vielleicht kennst du das ja. Du hast dich getrennt und hast wirklich diese innere Überzeugung, nicht mehr so ein bisschen trennen, sondern ich muss hier raus, ich halte es nicht mehr aus. Und plötzlich dreht sich der Partner so und verhält sich so, wie du es dir immer gewünscht hast. Plötzlich ist alles möglich. Plötzlich will er oder sie an sich arbeiten. Plötzlich ist Verständnis da. Plötzlich werden Fehler eingesehen und das Magischste überhaupt passiert. Es wird sich plötzlich entschuldigt für all das, was geschehen ist. Meist dramatisch unter Krokodilstränen und so weiter. Und da muss ich einfach sagen, Vorsicht, Achtung. Aber was jetzt passiert, ist, dass die Seiten gewechselt werden, dass praktisch du jetzt dabei bist, frei zu werden. Und der andere spürt, es ist erstmal egal, zwischendurch gesagt, ob der andere Narzisst ist, ob er Borderliner ist, ob er Bindungsangst hat, ob er einfach nur egoistisch unterwegs ist, spielt erstmal gar keine Rolle. Ja, das kann natürlich häufig in diesen Konstellationen der Fall sein. Aber du befreist dich da jetzt endlich und der andere spürt, oh, du entwischst,
ihm oder ihr. Und du bist nicht mehr unter Kontrolle. Und der andere Mensch will bewusst oder unbewusst wieder die Kontrolle herstellen. Nochmal, die andere Seite, dein Ex-Partner, möchte bewusst oder unbewusst die Kontrolle wiederherstellen. Das ist nicht immer bewusst. Manchmal ja, manchmal nein. Kann man nicht immer so über einen Kamm scheren. Spielt auch keine Rolle, ob bewusst oder unbewusst. Was ändert das? Ja, er versucht oder sie versucht, die Kontrolle wieder herzustellen, weil auch in dem anderen ein Anteil von Verlustangst hockt, der dann durch deinen eigenen Rückzug da wieder getriggert wird. Das heißt, da ist unbewusst oft die Angst, oh Gott, jetzt geht sie weg, jetzt geht er weg, jetzt kann ich ihn oder sie nicht mehr erreichen. Ich brauche aber den anderen Menschen für meine innere Leere zum Füllen, weil ich dann immer bewundert werde, weil ich den anderen so schön benutzen kann. Nicht mal unbedingt diese bösen Absichten, die man auf der anderen Seite immer vermutet. Das ist einfach das Bedürfnis oder wie du es vielleicht aus anderen Beziehungen kennst, wo vielleicht der Partner irgendwo, naja, nicht so aufregend war, vielleicht eher langweilig war. Und plötzlich merkst du, dass drei andere Frauen sich für genau diesen langweiligen Mann interessieren. Und oder er sich vielleicht dann abwendet und plötzlich wird dieser langweilige Mann für dich interessant. Was ist denn da passiert? Der gleiche Mann. Aber die Umstände haben sich geändert. Und das springt und triggert das Ego an. Das Ego, das sagt, das ist aber meins. Und oh, das wird aber knapp. Das ist wie in der Werbung. Wir haben nur noch die restlichen 2 Stück auf Lager. Oder das letzte Einzelstück, greifen Sie schnell zu. Dieser Mechanismus wird da getriggert. Dieses, oh, das will ich aber wieder sicherstellen. Das will ich aber wieder als meins haben. Das ist meins, meins. Und vielleicht kennst du es, wie ich schon erklärt habe, vielleicht von deiner Seite her auch in einer früheren Beziehung oder in ähnlichen anderen Situationen, dass das plötzlich interessant ist, weil es nicht mehr greifbar ist. Ist es die ganze Zeit da? Wirft sich jemand dir vor die Füße? Oder hast du im Überfluss all das, was dann im nächsten Moment vielleicht knapp wird, in dem Moment, wo du es hast, zur Verfügung stehst, hast du es ja, was soll ich mich da groß bemühen? Das ist einfach dieser Mechanismus, der da in uns ist, aber der auch an Muster geknüpft ist, die natürlich auch wieder irgendwo in der Kindheit entstehen, weil da lernen wir, wie das Leben geht. Da lernen wir, sind wir sicher, sind wir geborgen, haben wir Urvertrauen, haben wir genug Liebe oder gab es da auch Geschwisterrivalität, wurde da was weggenommen und so weiter. Ich möchte nicht immer so weit ausholen, wenn du meine anderen Videos kennst, weißt du, was ich jetzt meine. Wenn du nicht weißt, was ich jetzt meine, schau dir gerne ein paar ältere Videos von mir an und da wirst du auch weiter Antworten darauf erhalten. Also, du musst einfach, wenn du diese Geschichte On-Off-Verletzungen hast, davon ausgehen, dass genau dieser Mechanismus da greift. Und da wirst du jetzt natürlich sagen, ja, okay, aber wenn das dann wirklich ernst meint oder wenn sie es jetzt wirklich einsieht, also so hat sie sich noch nie verhalten, so ist es, so sehr hat sie es noch nie eingesehen, so sehr hat er noch nie geweint oder er hat noch nie geweint. Und natürlich muss man auf der einen Seite, auf der Partner, Ex-Partner-Seite sehen, dass natürlich da alles versucht wird. Das ist wirklich wie in der Kindheit. Man merkt, okay, Mama hört nicht, wenn ich so ein bisschen wimmer und ein bisschen jammer. Funktioniert nicht. Was mache ich jetzt? Oh, jetzt tue ich ganz doll weinen. Mal sehen, ob das funktioniert. Funktioniert auch nicht. Okay, andere Strategie. Jetzt helfe ich Mama ganz, ganz viel und bin ganz lieb. Ha! Strategie hat geholfen, muss ich mir merken, nur lange genug durchhalten, nur lange genug aushalten, irgendwann kriege ich Mama weich. Nichts anderes läuft übersetzt irgendwo in deinem Ex-Partner oder in deiner Ex-Partnerin, die auch versucht, dich dann irgendwie wieder zurückzubekommen. Also sei vorsichtig mit den Dingen, das hat er ja noch nie gemacht, oder sie, könnte einfach nur Strategiewechsel sein. Ja. Aber jetzt bleibt natürlich deine berechtigte Frage, aber wenn er es doch ernst meint, ich meine, jeder hat doch eine Chance verdient. Na klar,
dann muss man auf der einen Seite gucken, okay, wie viele Chancen hast du denn noch gegeben? Wie viele Chancen willst du noch geben? Halte ich das überhaupt aus, nochmal eine Chance zu geben? Oder zerbreche ich da förmlich? Wenn nochmal, halte ich das Ganze nochmal aus, wenn es wieder nicht funktioniert? Da muss man immer gucken, ja, eine Chance natürlich oder zwei, aber mehr als das, ehrlich. Muss natürlich jeder selber entscheiden, aber irgendwo ist das halt eben dieses Muster, was sich wiederholt, dass der andere das ausnutzt und du immer wieder Chancen gibst. Ja, aber natürlich mag es sein, es ist vielleicht die erste oder die zweite Chance. Und du wirst es ganz schnell sehen, weil der Partner natürlich ganz schnell dich wieder sicher haben möchte, wenn es nicht ernst gemeint ist. Wenn es nicht wirklich ernst gemeint ist, sich wirklich selber verändern zu wollen, dann wirst du es ganz schnell merken. Dann wirst du ihm vielleicht eine Chance geben, wenn du sagst, okay, was habe ich zu verlieren? Ich schaue mir das Ganze mal an. Wenn es wirklich ernst gemeint ist, werde ich es ja sehen, wenn du die Kraft dazu hast. Wenn du die Kraft nicht mehr hast und eh schon am Boden bist, kann ich dir wirklich sagen, heb dir deine Kraft wirklich lieber dafür auf, dich zu erholen, dich aufzubauen, dich zu heilen. Weil jede toxische Runde nimmt dir noch mehr Kraft, noch mehr Energie und du wirst am Ende ausgelaugter sein als vorher. Wenn du dich stabil fühlst und wirklich dem anderen eine Chance geben willst, dann gib ihm eine Chance und du wirst sehr bald merken, ob es wirklich ernst gemeint ist. Denn auf der anderen Seite, der ja eigentlich eher so im bindungsängstlichen Modus ist, in diesem Wegrennen, in diesem, ja, ganz schnell Grenzen setzen und auf Abstand gehen, in dem Moment, wo der andere merkt, er hat dich wieder sicher, kannst du die Uhr nachstellen, würde das, wenn es nicht ernst gemeint ist, sofort sich wieder auflösen. Das verpufft wie eine, ja, das platzt wie eine Seifenblase. Dann ist sofort die Motivation wieder rauf, sofort geht es wieder in andere Muster über. Du kannst die Uhr nachstellen. Und der Mensch, der es nicht ernst meint, der nur sagt, ich will mich verändern, ich will Therapie machen, ich will jetzt alles tun, der wird es nicht lange aushalten. Der wird ganz schnell wieder kippen und du kannst dich eigentlich zurücklehnen und zusehen, denn wenn der andere das wirklich will, wenn er es wirklich ernst meint, der macht das. Der macht wirklich eine Therapie, der geht wirklich los und verändert was. Du wirst es spüren, jetzt ist hier wirklich was anders. Der andere wird auch schauen, dass er dir Freiräume lässt, so gut das natürlich kann. Trotz allem muss ich ganz klar sagen, wenn vorher eine ganz toxische, leidvolle Phase war, bis zu dem Zeitpunkt, wo der andere sagt, ich bessere mich, ich ändere mich, gib mir eine Chance, ich mache Therapie, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn er es wirklich ernst meint, ist es eine wahnsinnig enorme Belastung und je toxischer der Bereich vorher war, umso schwieriger ist es, diesen Heilungsweg gemeinsam zu gehen. Es ist bereits in normalen Beziehungen schwierig, ne? Paartherapie. Ihr wisst, ich bin Paartherapeutin und ich weiß, wie schwierig oft der Weg auch sein kann in einer normalen Beziehung, da wo nicht on und off war, da wo nicht Betrug und sonst was anlag, diese Muster gemeinsam zu lösen. Da geht man einen Weg gemeinsam. Und das erfordert viel Willen und Bereitschaft, Geduld, Verständnis und Mitgefühl auf beiden Seiten. Aber wenn das so krass ist, der eine ist so krass hier und der andere ist so krass hier, dann ist die Gefahr einfach so groß, dass ihr auf diesem Weg euch gegenseitig viel zu oft eure Wunden noch triggert, die ihr beide vorhabt. Ihr müsstet beide eure Trigger, eure Wunden heilen. Nicht nur, oh, der andere ist ja der Kranke, der hat ja eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, der muss mal Therapie machen, ja, der ist krank. Nee, nee. In dir sind genauso Muster drin. Das heißt nicht, dass du genauso krank bist oder genauso gestört bist, aber du hast auch eigene Anteile und Muster, die du bei dir lösen und heilen müsstest. Sonst wärt ihr ja gar nicht zusammen. Also ihr habt beide die Aufgabe. Es ist nie immer nur einer. Es sind immer beide, die Themen und Muster haben. Der Ex-Partner mag er narzisstisch sein, muss seins klären und du deins. Und für mich ist die Frage, geht es zusammen?
Ich sehe es als sehr, sehr schwierig an, diesen Heilungsweg gemeinsam zu gehen. Ich würde sagen, das Einzige, was funktionieren könnte, aber auch da bin ich jetzt ganz, ganz vorsichtig, weil all das triggert in dir ja jetzt noch, dann mache ich das so, dann kommen wir zusammen. Ja, wäre, dein Ex-Partner geht seinen Weg, macht Therapie auf seine Art und Weise ohne dich. Du gehst deinen Weg, machst deine Therapie oder Heilung auf deine Art und Weise. Und dann würde man danach schauen, passt man überhaupt noch zusammen? Will der andere wirklich sich genau in der Geschwindigkeit verändern und sich therapieren lassen, wie du es gehst? Würde man am Ende dieses Heilungswegs überhaupt noch zusammenkommen? Und die Erfahrung, die ich mit meinen Klienten mache, die jetzt schon auf ihren eigenen Weg gehen, obwohl der andere gar nicht will, der Ex-Partner, die merken, der will sich nicht verändern, der will nicht Therapie machen, geschieht oft eben das, was man sich jetzt nicht vorstellen kann. Dass wenn man seine Wunden heilt und das, was dich dort bei diesem toxischen Partner gehalten hat, das, was da so wahnsinnig intensiv war, was ja eigentlich auch nur Schmerz ist, wenn man das löst, interessanterweise, will man den Partner dann gar nicht mehr. Man will ihn nicht mehr geschenkt und zurückhaben. Es triggert nicht mehr. Diese, ich sag mal, kranke, leidvolle Anziehung ist dann weg. Man spürt, oh Gott, wie war ich denn drauf? Was habe ich denn bei dem gesucht? Was fand ich an diesen Menschen? Dass man erkennt, dass der eigentlich nur dazu da war, um dich auf den Heilungsweg zu bringen. Und du bist für den anderen da, um ihn auf den Heilungsweg zu bringen. Ich weiß, da bin ich jetzt wieder die Spielverderberin, das willst du nicht hören. Du willst es nicht hören, du willst hören, wir heilen uns gemeinsam. Aber das ist das innere Kind, das ist dein innerer Teil, der sagt, oh, wir sind das. Er ist wie Mama und Papa und umgekehrt, wir laben uns an uns und erfüllen uns unsere innere Leere. Und wenn aber das gelöst ist und diese Illusion des inneren Kindes raus ist, wirst du sehen, so ein Quatsch brauche ich überhaupt gar nicht, geht gar nicht. Ja, und dann wird eben diese Anziehung weg sein und du wirst den Irrtum erkennen. Und ja, wenn ihr beide zeitgleich rein theoretisch, also das ist wirklich sowas von theoretisch, wenn ihr jetzt beide den gleichen Heilungsweg gehen würdet, er für sich, du für dich, und ihr würdet euch tatsächlich nach 1-2 Jahren wieder treffen, weil so viel Zeit solltest du einplanen, denn immer wieder auf dem Weg kommen Trigger hoch. Das heißt nicht, dass du 2 Jahre brauchst, um wieder glücklich zu sein. Nein, du bist schon eher wieder freier und glücklicher. Auf jeden Fall. Schau dir da auch gern mein Video an. Wie lange dauert die Heilung? Dann ist die Frage, wenn ihr euch hier wieder trefft, sehen wir uns überhaupt noch? Ist der andere überhaupt noch interessant, attraktiv? Oftmals passt es dann nicht mehr. Wenn es passen sollte, rein theoretisch, ist es ja super, denn dann treffen sich an der Stelle, nicht mehr hier, sondern hier oben, 2 bewusste Menschen, die ihre Muster gelöst haben, die sich bewusst sind über ihr Denken, Handeln, Fühlen, die nicht mehr sich gegenseitig brauchen, die erfüllt sind, die 2 satte, glückliche, innere, zufriedene Kinder haben. Mag sein, vielleicht trifft man sich ja da und kann dann die eigene, wie soll ich ihn sagen, man kann dann die Liebe, die man in sich fühlt, gemeinsam feiern. So, das ganz im Schnelldurchlauf zusammengefasst, natürlich muss man dann noch viel, viel mehr beachten. Und natürlich ist jede Beziehung anders, jede Situation ist anders. Aber vielleicht hilft dir diese Zusammenfassung, genau das zu erkennen und für dich das jetzt zu verstehen, was es zu bedeuten hat, wenn dein Ex-Partner jetzt kämpft, weint, alles tun will und ja, was du jetzt in dem Fall tun kannst oder dir überlegen kannst oder entscheiden kannst. Und ich freue mich, wenn das Video geholfen hat. Daumen hoch nicht vergessen, Kanal abonnieren wäre ganz prima. Die Glocke aktivieren, dass du kein Video mehr verpasst. Manche vergessen das und denken, kommt kein Video.
Die Glocke muss dann aktiviert werden, muss man runterschauen, da kann man raufklicken. Mehr Informationen gibt es auf meiner Website www.liebenohneleiden.de oder auch auf www.haus-mariposa.de. Alle Infos und Links findest du auch noch unter dem Video. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, jeder Tag ist ein Geschenk. Genau. Bis bald. Tschüss.